geil. Rot teamt. Hä? Teamt rot mit? LOL? Nein, 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 nein. Bruder, komm. Ich will jetzt hier nicht sterben. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, heute Annikt. Ich weiß nicht, ich will es immer nicht als Challenge betiteln, wenn ich hier Annikt spiele, weil so viele erkennen mich gar nicht mehr. Ich durfte nicht mehr so famed zu sein. Nein, aber das Ding ist, ich finde so, keine Ahnung, mein Skin ist so sexy und ich spiele so selten mit meinem originalen Skin, dass ich wirklich sagen muss, dass es mir richtig gefällt, wenn ich mit dem einfach spielen kann. Und der hat einen Stick. Ich darf kein Knockback, ja. Glück gehabt. Udi, komm! Und jetzt! Bam, Junge! Und da rennt er durch! Da rennt er durch! Und da hat er das Bett! Komm, ich hab ein Schwert! Brui, Schelle, komm! Nein, der Rote will abstauben, komm! Asozialer Roter! Roter kriegt keine Kills! Roter! Du Asozialer! Das Ding ist, Leute, ich habe heute wieder mal eine kleine Storytime mit dabei. Storytime enjoyt ihr ja immer, also lehnt euch zurück und entspannt. Das Ding ist, heute will ich mal über meine Jugendweihe reden, weil meine Jugendweihe lief nicht ganz so, wie eine Jugendweihe laufen sollte, glaube ich, meiner Meinung nach so. Keine Ahnung, das Ding ist, meine Jugendweihe, ihr müsst euch vorstellen, wir waren im Klassenverbund, also alle drei Klassen aus einer Stufe waren zusammen. Und wir wurden in den Gemeindesaal, das ist so ein riesiger Saal halt, eingeladen. Beziehungsweise dorthin gebracht und dort mussten wir uns dann hinsetzen und dann hat jeder so eine Urkunde bekommen und eine Blume und was weiß ich noch alles. Ganz viel Zeug auf jeden Fall. Und nein, ich hab, nein, nein, oh, ich hab den Hit nicht bekommen. Schade. Per im Anzug mit Jacke, mit Jackett und Hemd, so richtig eingepackt gefühlt. Sitzt da in diesem Raum, anderthalb Stunden ging diese fucking Vorstellung, anderthalb Stunden ging diese Vorstellung, sitze ich da wirklich warm eingepackt, der Raum an sich war warm, dort waren 200 Leute im Raum und da ist einer, oder? In dem Raum an sich, nein, der war da unten, oh, ich bin gerade richtig am reinfailen, weil ich so übel unsafe spiele, weil ich mir halt denke, I don't give a fuck, so. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ich sitze da im Anzug, mit Hemd, mit Jackett an, alles drum und dran, so richtig voll gepackt, wisst ihr, wie ich meine? Der Raum an sich war warm, ich habe geschwitzt wie sonst was, neben mir, vor mir, hinter mir, überall Leute, überall Personen, die mich übel angekotzt haben, alle, weil die alle nochmal Wärme ausgestrahlt haben und ich habe geschwitzt. Ich habe geschwitzt wie sonst was. Immer wieder habe ich angefangen zu schwitzen. Immer wieder aufs Neue. Geschwitzt, geschwitzt. Und dann müsst ihr euch vorstellen, musste man vorgehen und einem Typen die Hand geben. Und oh mein Gott, was? Wir werden ja hier direkt belagert. Komm, einer. Nein. Nein, 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 nein. Bruder, komm. Ich will jetzt hier nicht sterben. Ich will hier wirklich jetzt nicht sterben. Okay, wir haben beide noch bekommen. Oh, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Egal. Wir holen die Runde noch. Naja, auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, ich geschwitzt und da musste man vorne einem Typen eine Hand geben, damit man so ein Buch, eine Blume und eine Urkunde bekommt. Meine Hände haben sonst wie sehr geschwitzt und wir waren eine der letzten, die aufgerufen worden sind, ich und meine Gruppe so. Und dann sitzen wir da oder ich sitze da, schwitze wie sonst, dass meine Hände klitschen hast und in meinem Kopf geht die ganze Zeit vor, was passiert, wenn ich jetzt vorgehe und dem Typen wirklich meine klitschnasse, schweißtriefende Hand in die Hand drücken muss. Und dem meine Hand geben muss. So, wie ekelhaft wäre das denn bitte? Wisst ihr, wie ich meine so? Ich fand diese Dings so eklig. Nein, Bruder, ich kann dir keinen Screen geben. Das geht echt nicht, Bruder. Es tut mir leid. Ich kann dir Screen erst nach der Runde geben. Ich habe keinen Bock, hier noch für Teaming rausgebannt zu werden. So. Und es tut mir leid. Es tut mir leid, Bruder. Es tut mir leid. Es tut mir so... Ich bin... Mann, das ist ein Zuschauer und ich kill ihn jetzt hier, obwohl der dachte, er bekommt jetzt voll den fetten Screen. So, oh Mann, bin ich asozial. Es tut mir leid, Brudi. Es tut mir wirklich so leid. Es tut mir leid. Oh. 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 Oh, damn. Oh, no. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Komm. Es tut mir leid. Sorry, ich entschuldige mich direkt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde wieder. Bis dann. So, Leute. In der zweiten Runde angekommen. Wie auf der Map und Duel. Ich sitze dann da schwitzend, hatte Angst davor, dem Typen meine Hand zu geben. Dachte mir so, Alter, was soll der von mir denken, wenn der eine klitschnasse Hand dann anfassen muss und dann mit seiner nassen Hand, die er dann von mir hat, auch noch anderen eine nasse Hand geben muss. Und boah, wie ekelhaft wäre das bitte geworden oder ist das dann auch geworden? Ihr müsst euch vorstellen, was dann noch dazu kam, war einfach das riesige Problem, dass ich an dem Tag übel viel an Wasser und Cola einfach getrunken habe.
Und dann sitze ich da und ungelogen eine halbe Stunde, nachdem wir uns da hingesetzt haben, und die Veranstaltung ging anderthalb Stunden lang. Eine halbe Stunde, nachdem wir uns da hingesetzt haben, war es dann so, dass... LOL! Digga! Was war das denn für ein komischer Hit, du? LOL? Was, also das sah ja mal richtig komisch aus gerade eben. Naja, eine halbe Stunde, nachdem wir uns dann da hingesetzt haben, dachte Pers Blase sich, Bruder, ich muss jetzt aufs Klo. Vor mir Leute, hinter mir Leute, ich konnte nicht sagen, dass ich auf Toilette muss. Ich konnte nicht, währenddessen Leute auf die Bühne gerufen worden sind und eine Urkunde in die Hand gedrückt bekommen haben, an ihrer Jugendweihe, konnte ich nicht sagen, yo, Bruder, was? Wie? Also, ich verstehe Lowground und so, ne? Aber das war ja jetzt mal richtig komisch. Ich konnte ihn ja nicht mal annähernd hitten, lol. Bruder. So, da haben wir ihn. Und dann musste ich wirklich pissen. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie es ist, wenn ihr richtig doll pissen müsst und nicht gehen könnt. Aber ihr kriegt dadurch auch nochmal Schweißausbrüche. Ich eh schon geschwitzt, weil es da drin warm war wie Sau. Ich einfach das Ding gefühlt habe, wisst ihr. Es war warm wie Sau, ich musste pissen. Ich habe dadurch noch mehr geschwitzt. Habe mein Bein die ganze Zeit hoch runter, die ganze Zeit rumgezittert. Ich übel am Zittern, mir die ganze Zeit die Augen verkniffen. Mir war warm wie sonst was. Ich musste aufs Klo und dann musste ich da noch eine Stunde sitzen bleiben. Eine ganze Stunde musste ich dann noch sitzen bleiben, währenddessen ich aufs Klo musste. Währenddessen sonst was mit mir in meinem Körper abging und in meinem Kopf abging. Und dann musste ich noch auf die Bühne vorgehen. Währenddessen ich aufs Klo musste, schon seit einer Dreiviertelstunde. Und dem Typen dann auch noch eine Hand geben. Es war katastrophal. Nein, Mist. Die beiden halt jetzt zu holen, wenn die mit Fully Cool an der Base stehen, wird ein bisschen schwer. Und dann haben wir auch schon wieder einen Bowplayer. Brudi, na? Alles gut? Lieber Bowplayer, spam mal die Leute, die hinter dir sind, bitte. Die haben kein Bett mehr. Oder spam sie nicht und sterb an denen. Sag mir nicht, mein Mate geht jetzt AFK. Ja, mein Mate ist AFK, cool. Da bin ich vor auf die Bühne gegangen. Hab dem Typen geil... Geil? Rot teamt? Hä? Teamt Rot mit? LOL? Rot hat den Typen einfach komplett ignoriert, hat ihn gar nicht gejuckt. Da müsst ihr euch vorstellen, bin ich vorgegangen auf die Bühne und ich komplett schwitzend, Bein am Zittern, sah wahrscheinlich mental komplett tot einfach aus. Mir ging es wirklich richtig dreckig, weil wenn du aufs Klo musst und eine Stunde, nachdem deine Blase schon gefüllt voll war, noch aushältst und dann dieses Ding weiter durchziehst und grün hat Gold. Eine Stunde danach bist du halt einfach wirklich komplett am Arsch. Die geht's halt einfach wirklich nicht mehr gut in dem Moment. Er da hat Gold, der eine Grüne, der noch lebt. Ich hole mir jetzt auch mal Gold. Dann gehe ich vor und der Typ will wirklich meine Hand haben. Ich stehe da vorne, sehe komplett fertig aus. Davon existieren auch Fotos, Leute. Sehe komplett fertig aus. Mein Gesicht drückt einfach aus, dass es mir einfach gerade richtig, richtig dreckig geht, wirklich. Und dieser Typ steht vor mir und will noch meine Kackhand haben. Er steht vor mir und will wirklich noch meine Hand schütteln, währenddessen sie klitschnass ist und kommen jetzt hier ein Lucky Shot auf Ehre, komm, bam, und da haben wir die Runde auch gewonnen und es war so katastrophal, Leute. Ich habe dazu wirklich noch eine Story zu erzählen. Und falls ihr einen zweiten Teil wollt, ich bin gerade im Urlaub, bin wahrscheinlich schon auf der Rückfahrt, wenn ihr das Video seht. Falls ihr einen zweiten Teil wollt, werde ich aus dem Urlaub wiederkommen, werde mich an meinen PC scheppern und direkt diesen zweiten Teil für euch aufnehmen, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danach ist noch jemand mit dem Krankenwagen abgeholt worden, weil er zu viel gesoffen hat. Da ist noch so viel passiert, also wirklich jetzt meine Jugendweihe war echt krank insane, so. Falls ihr einen zweiten Teil wollt, in die Kommentare damit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.